Komm mit Mieze und wir gehen weiter. Vielleicht folgen wir am besten einfach mal der Straße. Und quicksaven mal. Sicher ist sicher. Oh, guck mal, da ist doch eine Siedlung. Ich sehe Gebäude. Und, Blutkäfer Jungtier. Nicht mit mir. Nicht mit Steffen. Liebe es ja, wenn die Viecher so zerplatzen. Da kommt Freude auf. Warum ist mein Hund gelb? Okay, jetzt geht's wieder. So, ach, da kann man den Rüssel rausnehmen. Lecker. Habe ich nicht einen zweiten kaputt gemacht hier? Oh, ach, da liegt er. Blutkäferrüssel und ein Blutsack. Na, die brauche ich ja unbedingt für meine weiteren Abenteuer. Wie oft sitzt man zu Hause und denkt sich, oh, jetzt ein Blutsack. Das ist alles, was mir noch fehlt. So, ich schätze, ich muss hier in die Stadt rein, wa? Das ist wirklich eine richtige Stadt. Geil. Kann man in die Häuser rein? Wenn wir mal in den Briefkasten gucken, da ist nichts. Werde Licht. Ach, der Hund hat die Tür aufgemacht. Ich gerade, warum geht denn von alleine die Tür auf? Die hat natürlich der Hund aufgemacht, klar. Oh, eine Nuka-Cola Quantum. Ja, davon leuchtet der Urin. Das haben wir in Fallout 3 damals gelernt. Dass wenn man die leckere, leicht radioaktive Nuka-Cola Quantum trinkt, die so schön leuchtet, dann leuchtet auch der Urin ein paar Tage danach. Also für ein paar Tage. Aber was tut man nicht alles für leuchtenden Urin? Da säuft man auch irgendwelche radioaktive Cola. Yes, Concord entdeckt. Das wollten wir doch die ganze Zeit. Genau hier wollten wir doch hin. Aber hier nur 6 Schuss für das Gewehr. Es ist deine Schuld, Hund. Irgendwie ist es hier ein bisschen creepy und... Höre ich da Schüsse? Oder ist das Feuerwerk? Kann auch Feuerwerk sein. Den Sternenhimmel finde ich geil. Gibt natürlich keine Light Pollution mehr. Keine Lichtverschmutzung. Daher sieht man schön viele Sterne. Guck mal, eine Krähe. Die Gebäude sind alle vernagelt hier. Da kommt man gar nicht rein. Auch hier kommt man rein. Oh, da hinten ist anscheinend ein Feuergefecht. Ja, da muss ich unbedingt hin und teilnehmen, oder etwa nicht? Endlich mal wieder ein Feuergefecht. Ich komme ja gleich. Vielleicht haben die sich alle gegenseitig umgebracht, bis ich da bin. Superkleber. Suppenkleber. Und ein Wandsafe. Das Schloss krieg ich nicht auf. Level-Experte. Das wird wohl eher nix. Oh. Und eine Leiche. Raider. Habe ich da gerade eine Schweißerbrille gesehen? Oh, an Waffen. Was habe ich da nicht gefunden? Impro-Revolver-Gewehr. Impro-Repetier. Ach, das habe ich gerade gefunden. Impro-Revolver-Gewehr. Okay. So, was haben wir hier? Ehering, Gammler-Outfit, Melone. Schweißerbrille, die muss ich unbedingt aufsetzen. Raider-Rüstung, linkes Bein. Oh, cool. Ich komme gleich zu eurem Feuergefecht. Macht doch nicht so einen Lärm da hinten. Oh, da ist sogar noch eine Cola drin. Guck mal, hier kann man auch rein. Immer eins nach dem anderen. Das Feuergefecht findet auch ohne mich statt. Da muss ich nicht unbedingt dran teilnehmen. Nee, Hund, ich wollte die Tür öffnen, in der du gerade drin stehst. Ich ahne schon, dass der Hund mir ab und zu im Weg stehen wird. Feiner Hund. Brav. Das war ein großer Fehler, sagt er. Ein großer Pfähler. Vlad der Pfähler vielleicht. Okay, da komme ich eh nicht weiter hoch. Dann kann ich jetzt auch an dem Feuergefecht teilnehmen. Hallo, Raider. Spürst du das? Wo kommst du denn her? Okay.
Raider mag ich grundsätzlich nicht. Die werden immer präventiv angegriffen. Von da oben scheint jemand mit Laser rumzulasern. Oh, man muss eventuell zwischendurch auch mal nachladen. Feuer frei! Daneben, 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 daneben. Super, dieses Wertsystem. Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Die Lasermuskete schnappen. Zeitreisen für Anfänger. Zeitreisessen für Anfänger. Yes, Level up! Alter, das geht am Anfang recht schnell, wenn man so viele XP kriegt. Das erste, was ich tue, ist Überreste plündern. Alles her. Alles mitnehmen. Wenn die Freiheit ruft. Optional, nimm die Lasermuskete. Ja, ich nehme mir die gleich. Concord Flüsterkneipe, da muss ich auch gleich mal rein. Es gibt so viel zu entdecken, so viel zu tun. So, ich nehme natürlich erstmal wieder alles mit, bis ich gleich völlig überladen bin. Museum der Breiheit. Da kann man noch Brei sein, wie man will. Wo kann man das heutzutage noch? So, alles mit. Die hier. Mein Beutel Düngemittel. Das bringe ich den Liebsten zu Hause mit. Die werden sich freuen. Kinder werde ich rufen. Kinder, seht nur, was der Papa mitgebracht hat. Ein Beutel Düngemittel. Ach, guck mal, ein Mr. Handy-Karton. Haben die hier auch so einen geilen Roboter? Sicherung, immer her damit. Glühbirnen. Einfach alles looten. Und sich dann erst um die Mission kümmern. Erst looten, dann die Mission. Oh, ich habe schon Schreck gekriegt. Ich dachte, hier sind Leute. Nö, das sind nur Schaufensterpuppen. Nice, nice. Okay. Dann haben wir das Haus auch. Dann werde ich mal rüber. Hier gibt es also eine Lasermuskete. Kurz Lasermuskete. Lasermusketen können aufgeladen werden, indem du wiederholt R drückst. Warte mal. Erstmal gucken. Lederrüstung, linker Arm. Lederrüstung, linkes Bein. Rechter Arm. Lässiges Outfit. Minuteman Outfit. Linkes Bein ist aber schlechter. Ja, das passt schon alles. So, Waffen. Wo haben wir denn? Hier, Lasermuskete. Geil. Die kriegt gleich mal einen Platz an Nummer 5, würde ich sagen. Haha, wie cool ist das denn? 2. Mehr als 2 geht gerade nicht. Okay. Damit können wir die also aufladen. Guck mal, dann leuchtet die auch voll rot. Hübsch, hübsch. Dann gehen wir mal rein. Ins Museum der Freiheit. Okay, Ladebildschirme beim Gebäude betreten sind ein bisschen antik, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ich mag die Lasermuskete jetzt schon. Hey Typ! Geil! Laser, Baby! Laser! Haarklammern. Die brauche ich auch unbedingt. Abgeschlossen. Verbessertes Schloss, das kriege ich nicht auf. Jetzt muss hier hoch. Museum war das mal. Hast Angst, was? Museum der Freiheit. Mit ein paar Gemälden. Okay, hier ist jemand. Geht das Licht von alleine an? Oh shit, das ging daneben.
Na super, der ging schon mal daneben. Ach, der zweite hat aber gesessen. Join or Die. Ein alter politischer Cartoon. Sehr schön. Ja, das war so ein Diorama-artiges Dings hier. Bei der Krone. Die. Ja, genau, gehört zu Amerika. Aha, aha, es ging ja so. Das Museum erzählt offenbar auch von der Boston Tea Party, wo die Siedler in Amerika aus Protest gegen die Besteuerung durch die Engländer den Tee einfach ins Wasser geworfen haben, anstatt ihn zu besteuern. Hm, ja. Oha, oha, die Soldaten des Königs kommen. Ach, guck mal, das war das Tor, durch das ich gerade nicht durchkam. Alles looten. Oh, wir kommen in den Keller. Soll ich nach oben oder in den Keller? Das Symbol zeigt anscheinend nach oben, also gehe ich erstmal in den Keller und dann kümmern wir uns um weiteres. Sicherheitstor. Na, das kriegen wir doch auf. So sicher scheint das jetzt nicht zu sein. Was haben wir da? Ein schönes Fusionskern. Nehmen. Ich habe doch schon einen Fusionskern. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wozu ich Fusionskerne brauche. Aber wenn die umsonst hier rumliegen. Und ein Terminal, da können wir noch rumhacken. So. Was haben wir denn hier Schönes? Trips. Ein Treffer. Virus, guck mal, Virus, das S wäre übereinstimmend. Kein Treffer. Okay, das S war es also nicht, wonach ich suchen musste. Arena, Arena, nö, das passt nicht. Mong passt auch nicht. Wenn man da Skill, das I würde beim ersten passen. Oha. Mir gehen gleich die Versuche aus. Moment, ich starte nochmal neu. Bevor ich noch einen falschen Schritt mache und der Terminal dann das Terminal, dem Terminal dann gesperrt wird. Quiet. Das wär's. Yes! Sicherheitstor entriegeln. Na super, das habe ich doch schon. Das hatte ich doch schon aufgeknackt. Okay. Naja, gut. Dann haben wir das halt zweimal entriegelt. Sicher ist sicher, ne? Doppelt hält besser. Warum liegt da ein Schädel rum? Kann mir das einer sagen? Haben die Kinder hier wieder geschädelt? Hier sind doch noch mehr Feinde. Ich ahne es doch. Das ist doch alles schon wieder viel zu ruhig hier. Und dunkel ist es. Ruhig und dunkel. Wie bei deiner Mutter. Hund müssen wir, glaube ich, mal wieder die Krallen ein bisschen stutzen. Der macht ziemliche Geräusche beim Laufen. Ach ja, hier liegen noch Überreste von dem einen Raider, den ich weggekloppt habe. Mit weggekloppt war ich natürlich erschossen. Was auch sonst. Mensch, die Schränke sind ja voll mit jeder Menge Klump, den ich mitnehmen kann. Ich mag doch Klump so sehr. Ich hätte gerne so eine Muskete hier einfach. So eine Lasermuskete ist natürlich auch sehr rad, aber so eine richtige Muskete wäre doch auch was. Also für mich wäre die was. Da hätte ich voll Bock drauf. Hm, ah, hier geht's noch rein. Hallo? Ich sag's dir, Mann. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so ein Weichei. Wir halten für die anderen die Stellung, wie man es von uns erwartet. Bist du taub? Da draußen ballert jemand alles zusammen. Ich sitze hier nicht rum und warte auf den Tod. Ich schwöre bei Gott, eine Bewegung in Richtung Ausgang und ich weide dich selbst aus. Jetzt halt dein Maul, sonst erledigen wir den Typen nie.
Jetzt wird ausgeweidet, Baby. Denk's voll, du könntest dich verstecken! Ja, hat ja auch gut funktioniert. Dieses Geräusch, dass da irgendwas zerplatzt, das finde ich immer so ein bisschen unsettling, aber... So ist das. Amerikas Freiheitskämpfer. Dieses Wandgemälde erinnert an die vielen Opfer unter den tapferen Männern und Frauen der US-Streitkräfte. Von Lexington und Concord bis zur Küste Iwo Jimas, vom Mare Tranquillitatis bis zur Anchorage-Front. Moment, die haben... Mare Tranquillitatis ist auf dem Mond. Die haben auf dem Mond gekämpft? Wogegen? Haben Amerikaner im Laufe der Zeit für die Freiheit unserer Nation gekämpft und ihr Leben gegeben? Es gab Krieg auf dem Mond? Wie geil ist das denn? Mögen uns ihre Opfer daran erinnern, dass Freiheit ein Privileg vieler ist, das von einigen wenigen gewonnen wurde. Guck dir das an, auf dem Mond, Baby. Nice. Ich will auch auf dem Mond kämpfen. Wir müssen natürlich erstmal auf dem Mond, aber der ist jetzt so weit nicht weg. Den sieht man doch von hier. Kann ja nicht so schwer sein, dahin zu gehen. Da geht's hoch. Ich soll anscheinend da hoch. Achso, hier, die Tür führt auch nur in den Abgrund. Ich komme rein und ich ziehe jedem Einzelnen von euch die Haut ab. Der hat mich gesehen. Da draußen ist wer. Au! Hör auf mich zu schießen. Senfsau. Oh, der ist kaputt. Der ist richtig kaputt. Von der schweren Arbeit. Hat ihn ziemlich ausgelaugt. Yes. So ist gut, Hund. Braver Hund. Oh. Die festsitzenden Siedler. Ich komme gleich zu euch. Ich möchte erstmal noch... guck mal, hier ist noch eine leckere Cola. Die muss ich mitnehmen. Da fällt noch irgendein alter gammeliger Schmodder aus dem Kühlschrank, den ich unbedingt essen will. Hm. Ja, ich komme gleich. Ich sehe gerade, meine Trefferpunkte sind ein bisschen abgesunken. 221 von 260. Ich bin ziemlich vollgepackt. Ich sollte nicht so viel Scheiß mitnehmen. So, hier, das esse ich und das... Guck, da füllt sich unsere Leiste gleich wieder auf. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich komme ja gleich. Habt mal ein bisschen Geduld. Ich muss doch erst noch looten. Ich bin auch der Looterkönig von hier. Ach, Concord heißt das Dorf, genau. Ach, guck mal, ein schönes stattliches Gemälde von deiner Mutter. Die haben ihren Backenbart gut eingefangen. So, wo sind die Leutchen, die ich hier... den da zum Beispiel. Level up. Ah, stimmt, ich habe ja noch ein Level Up. Das, warte, da suche ich mir auch gleich aus. So, ich komme gleich zu euch. Ich muss gerade noch aufleveln. Was haben wir denn, was haben wir denn, was haben wir denn? Haben wir nicht irgendwas, wo wir mehr tragen können? Oh. Starker Rücken! Du bist ja ein halber Packesel. Du hältst plus 25 Tragekapazität. Yep. Ach, ich wollte doch hier Schlösser... Ach, mach ich beim nächsten Level. Das wird nicht mein letzter Levelaufstieg gewesen sein, hoffe ich. Guten Tag. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Was sind denn Minutemen? Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber... alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Bitte, erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Das ist schlecht. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ghule? Was sind Ghule? Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Absolut nicht. Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Nein, sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja,
Klingt nett. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Und zwar? Eine gute Idee kann einiges bewegen. Sturges, sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Nein. Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Powerrüstung fürs Militär. Nice! Powerrüstung, was genau ist das? Was macht diese Powerrüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Das klingt geil! Und ich kann die Minigun benutzen wie ein Gewehr? Wie eine Minigun? Die hat einen manuellen Abzug. Ziel einfach auf die Bösen und lass sie im Kugelhagel sterben. Das klingt, als würde es Spaß machen. Die hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Sie kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. So was habe ich doch schon. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir wissen, wo man eine findet. Das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ich hab den Kern doch schon. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Alles klar. Schaff einen Fusionskern abgeschlossen. Setz den Fusionskern in die Powerrüstung ein. Mach ich sofort. Robco Fun 7? Ausgezeichnet. Du hast eine Ausgabe von Robco Fun gefunden. Enthält das Holoband-Spiel Atomic Command. Oh, gib her. So, bevor ich jetzt weitergehe, natürlich, ja, Kaffeekanne, Museum, Betriebsterminal. Okay. Jetzt wird es nicht mehr von jemandem benutzt. Jetzt kann ich daran rumfingern. So. Books, ein Treffer, Codes. Da wären zwei gleich, also das kann es nicht sein. Falscheintrag entfernt, gut. Glory. Ein U wäre. Stern. Nein, das passt nicht. Versuche zurückgesetzt. Auch gut. Dory. Ein U wäre da ein Treffer. Da wären aber drei Treffer. Das kann es auch nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Falscheinträge entfernt. Wie schön. Stuhl, sehr gut. Sicherheitstor entriegeln, aber hallo. Und wie wir das entriegeln? Haben wir es dann entriegelt? Ja? Ja? Da war doch noch mehr, was ich sehen wollte, doofer Computer. Protokolleinträge, genau. Unsinn außerhalb der Öffnungszeiten. Zum letzten Mal, die Rotröcke in den Dioramen sind keine Spielzeugsoldaten. Es wird außerhalb der Öffnungszeiten auch nicht mit ihnen gespielt. Bei zwei von ihnen ist schon die Farbe abgekratzt und heute Morgen hat bei einem der Fußsoldaten ein Arm gefehlt. Dieser Unsinn wird nicht länger geduldet. Jeder, der dabei erwischt wird, wie er mit den Soldaten spielt, erhält eine Abmahnung, bekommt eine Stunde Volumat gezogen und muss für die Schäden aufkommen. Chefkurator Harold Nash. Ja genau, spielt nicht mit den Soldaten. Kakerlaken im Keller. Jemand vom Hausmeister Service muss sich mal im Keller um dieses Kakerlakenproblem kümmern. Nacht ist es, macht es jetzt ganz still und leise, während das Museum geöffnet hat. Diskretion hat oberste Priorität. Wir können es uns nicht erlauben, das Museum schon wieder zu schließen. Und es ist auch nicht hinnehmbar, dass ein Mädchen eine Kakerlake in ihrem Haar findet, während es etwas über Besteuerung ohne Vertretung erfährt. Diese Situation muss bereinigt werden. Sofort. Gute Idee. Anchorage-Ausstellung. Nach dem Treffen mit dem Direktor und dem Stiftungsrat habe ich leider schlechte Neuigkeiten zu verkünden. Unsere geplante Anchorage-Ausstellung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Museum verfügt derzeit einfach nicht über die Mittel, um die Umbauarbeiten zu finanzieren, die für so ein ambitioniertes Projekt nötig wären. Ich möchte mich aber trotzdem beim Kuratorenteam und den Service-Mitarbeitern für die bisherige Arbeit bedanken. Letzter Eintrag. Samstag, 23. Oktober 2077.
Mein Name ist Megan Hayes. Ich bin eine der Museumsführerinnen hier im Museum der Freiheit in Concord. Ich habe solche Angst. Als die Leute die Blitze gesehen haben, sind sie alle abgehauen. Selbst Mr. Nash. Er ist einfach weggerannt und hat mich hier zurückgelassen. Arsch. Und dann ist eins dieser Helikopterdinger der Armee ins Dach gekracht. Ich habe Soldaten gesehen, aber sie sahen ziemlich fertig aus. Ich habe mich einfach vor ihnen versteckt. Ich bin erst seit einem Monat in Massachusetts. Ich kenne eigentlich niemanden und ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich habe das Schloss am Schreibtisch des Kurators abgeschlagen und mir seine Waffe geholt. Ich werde mich ein paar Tage in einem der Räume verstecken, bis sich alles wieder etwas beruhigt hat. Wenn das hier jemand liest, dann kommt mich bitte holen. Aber wenn ihr versucht, mir weh zu tun, dann erschieße ich euch. Gut, das ist natürlich jetzt 200 Jahre her. Ich glaube nicht, dass die hier noch irgendwo mit einer Waffe lauert. Oder ich hoffe das eher. So, die Tassen müssen wir unbedingt mitnehmen. Die sind unabdingbar für das weitere Gelingen unserer Mission. Mama Murphy. Ma'am. Du bist nicht das, was Dogmeat in diesem Viertel normalerweise findet. Dogmeat? Umso besser. Er ist also dein Hund? Oh, ach, der Hund. Er ist nicht mein Hund, nein. Dogmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Du gesehen? Du hast es gesehen? Das sind die Camps, Kind. Sie verleihen dir... Ach, du bist voll auf Droge, sag das doch. Und halluzinierst vor dich hin. Schon seit ich denken kann. Ja. Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Weißt du was? Ich sehe alles, was gerade ist, weil ich Augen habe. Naja. Und jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Etwas kommt? Und es ist wütend. Das klingt nicht gut. Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Tut mir leid, Kind. Überredungsversuch fehlgeschlagen. Schade. Das dritte Auge sieht nicht immer klar. Aber glaub mir, ein Raider ist es nicht. Vielleicht ist es eine Kuh. Aber jetzt bin ich müde. Und wenn ich mich nicht irre, hast du einen Auftrag zu erledigen. Oh, ja, ich erledige ja einen Auftrag. Mann.